verpflichten. Ich habe einen weiteren Auftrag für euch. Eine schwierige Angelegenheit. Ihr müsst Viranus Danton für mich finden. Schieß los. Ich hatte ihn auf eine Mission zur verlassenen Mine geschickt. Er und ein paar andere sollten die Gegend von Trollen befreien. Ich habe seit Tagen nichts von ihnen gehört. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was passiert ist. Ich muss euch ja nicht sagen, wie heikel die Angelegenheit ist. Geht schon! Und berichtet mir, so bald wie möglich. Irgendwelche Infos zur Mine? Wir wurden engagiert, um die Gegend von Trollen zu befreien. Es war harte Arbeit. Aber ich wusste, dass meine Männer es schaffen könnten. Ich will wissen, was geschehen ist. Okay, wir gehen los. Ihr könnt es schaffen. Papa? Wo ist die Höhle? Ne. Hast du die nicht markiert, Owain? Oder ist die einfach vollkommen woanders? Da unten, ja, die ist vollkommen woanders. Ich denke, es ist wieder am besten, wenn wir uns unser Pferd nehmen und einmal rund um Leyavin reiten. Ist Leyavin, ja. Schade, dass ich mir das doch nicht mehr so hundertprozentig merken kann. Ich weiß es, aber ich muss nachschauen. Da schäme ich mich ein bisschen dafür. Früher wusste ich das viel besser. Mike weiß viel, sagt manches. Mike weiß viele Dinge, die andere nicht kennen. Ich hab das schon zu lange nicht gesuchtet. Mike geht am liebsten allein auf Abenteuer. Andere sind nur im Weg und sie reden. Okay. Mike entbietet seine Grüße. Den gab's übrigens auch in Morrowind, soviel ich weiß. Ich habe Morrowind nie ganz gespielt. Ich hab's einmal kurz angespielt, aber da kam er noch nicht vor. Aber ich habe das mal gelesen im Internet, dass Mike der Lügen auch in Morrowind vorkam. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, werdet ihr das wissen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin hinter einigen Skooma-Dealern her. Okay, eine nette Nebenquest. Eine kleine Gruppe Skooma-Dealer, angeführt von einem Dunmer namens Kylius Lonavo, hat sich in der Graulandsiedlung die Straße hoch verschanzt. Ich bin schon seit Monaten hinter Lonavo her, aber jedes Mal, wenn ich mich dem Ort nähere, erspäht mich der Wachposten und sie türmen. Ich brauche jemanden, der sich da reinschleicht und diesem Treiben ein Ende setzt, egal mit welchen Mitteln. Wir müssen dieses Gift, das sie verkaufen, aus dem Verkehr ziehen. Bringt mir Lonavos Ring als Beweis dafür, dass ihr euch seine angenommen habt, und ich gebe euch das Kopfgeld für ihn. Noch was? Kehrt Lonavo keine Sekunde lang den Rücken zu. Er hätte keine Skrupel, euch seine Klinge zwischen die Rippen zu jagen. Okay, dann werde ich aber wachsam. Zuerst Lonavo die Mission für Owain machen, weil wir die zuerst gemacht haben. Wobei das, glaube ich, am Weg liegt. Nein, dann machen wir Grauland zuerst. Schlicht, weil es am Weg liegt. Nämlich hier werden wir die auch aktiv schalten. Ja. Dann tun wir das. Gibt ja auch eine nette Belohnung. Man hat das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, ne? So als Held. Könnte dann mal wieder schauen, wie viel Ruhm bzw. Ruf wir so haben. Hey, ich will mit euch reden. Ich brauch Skooma, hey. Hey. Ihr nicht. Brauch Skooma, hey. Okay, ich kann das nicht. Ich kann keine richtigen nachmachen. Ich bin dafür viel zu seriös. Ich weiß. Donnerdown seriös. Okay, lassen wir das. Hör auf zu stöhnen, Sau. Die Nase passt schon mal zu einer Sau. Kein Eintrag? Ach so, den Ring, klar. Gut, das war nicht sonderlich schwer und ich glaube bzw. hoffe, dass wir das Haus dann behalten dürfen. Das Problem ist ja immer nur, dass die Sachen dann verschwinden aus den Truhen, glaube ich, wenn wir, also das nehmen wir auf jeden Fall mit, wenn wir nicht der Inhaber des Hauses sind, sondern nur mehr oder weniger als
Einbrecher, der unsere Sachen lagern, was by the way auch ziemlich strunzdumm ist. Aber man muss sich ja tatsächlich, glaube ich, Häuser kaufen oder solche Questhäuser bekommen, damit das wirklich gelagert wird. Hattet ihr Glück bei der Jagd auf Lanaro? Und ich weiß eben nicht, ob das auch als so ein Haus zählt. Ihr habt es vollbracht. Ich kann euch gar nicht genug danken. Bei den Göttlichen, ich danke euch im Namen der Legion. Hier ist eure wohlverdiente Belohnung. 120 Gold, naja, ja, aber auch nicht sonderlich schwer. Ich frage mich nur, wie viel der Ring wert gewesen wäre. Hoffentlich nicht so viel, sonst war das ein Verlustgeschäft. Wobei, wir haben der Stadtwache geholfen, also insofern kommt noch dieser Motivationsbonus dazu, etwas Gutes getan zu haben. Und dadurch war das, glaube ich, schon eine gute Sache, ne? Oh, ich bin schon hier, so schnell geht das. Hallo Kobold, bei dir reicht. Ah! Die Waffe hier. Danke, Schattenstute. Muss ich nicht einmal mein Schwert verwenden? Achso, das geht nicht. Da drinnen vermutlich auch nicht. Weil hier Gegner sind, genau. Mhm, sieht schon mal gut aus. Kommt jetzt ein Eintrag? Nein. Bitte, wie schwach muss man sein, um direkt beim Eingang zu sterben? Das sind sicher die Elite-Einheiten. Garantiert. Aber wer weiß, vielleicht waren das gar keine Kreaturen, die die lieben Leute hier gekillt haben. Aber trotzdem finde ich es übertrieben für eine Trolljagd, allein schon 3 Leute anzufordern. Gut, 3 wäre noch okay, aber das sind ja bei weitem noch nicht alle. 3 wäre, wenn ich Owain wäre, schon das absolute Maximum, was ich zu einer Trolljagd schicken würde. Denn so stark sind Trolle auch wieder nicht und ein wenig organisieren sollte man das schon. Wobei, wenn man tausende Kämpferinnen und Kämpfer hat in der Gilde, ich glaube, dann kann man schon mal 4 oder 5 für sowas entbehren. Da ist wieder eine. Viele Frauen. Hast nichts mehr bei dir. Gerade, dass sie dich nicht misshandelt haben. Die Kreaturen oder Menschen oder whatever. Noch jemand. Also schon langsam sind die wirklich dabei, dass das hier ins Lächerliche geht mit den Leuten, die hierher geschickt wurden. Das ist mir auch damals beim Spielen aufgefallen, dass ich es ohne Aufnahme gespielt habe. Ist zwar schon ewig her, aber an das erinnere ich mich noch. Weil das einfach übelst lächerlich ist, zu einer Trollhöhle so arg viele Leute zu schicken. Wir machen das alleine und da werden Tausende losgeschickt. Da verstehe ich es, wenn sich viele die Dunkelforstrotte stattdessen nehmen, wenn die hier so Schwächlinge sind. Aha, Mitglied der Dunkelforstrotte. Also, ob das die Kreaturen waren? Ich zweifle es so ein bisschen an. A little bit. Da waren sie scheinbar noch nicht. Das sind nämlich noch Viecher. Aber leider habe ich keine Flammenwaffe, glaube ich. Oder den Dolch. Doch, Dolch des Versengens. Auf welcher Nummer liegt denn der? Nummer 6, ist das der? Ja. Okay. Nehmen wir die Steinpilze. Wir haben gar keine Markierung, by the way. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, wenn er nicht genug aufgeladen ist, bringt die Feuerladung genauso wenig, wie wenn ich ein nicht verzaubertes nehmen würde.
reicht das? 11 Benutzungen, naja. Hallo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das müssen 9 Benutzungen gewesen sein. Nein, waren nur 8. Der letzte war scheinbar schon auf den Totentroll. Ich werde da drüber gehen, weil ich hier hoffentlich warten kann. Genau. Na, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann mache ich wieder einen Speicherpunkt hier vor. Aber es hat geklappt für 35 beschissene Goldmünzen und Handschuhe, die viel zu schwer und scheiße sind. Wobei, wir benutzen ja schwere Rüstung. Also müsste ich mal schauen, jetzt wo ich dran denke, ob die nicht vielleicht sogar besser sind als unsere aktuellen, bevor ich sie verschreie. 3 Rüstung wiegen 9. Sollten wir mal wieder reparieren. 3 Rüstung wiegen 9. Wo sind denn unsere Handschuhe? Eine Rüstung wiegt 24. Aber hat Zauberabsorption. Ich glaube, das sind unsere besten, auch wenn wir die wirklich mal reparieren sollten. Sonst bietet das nämlich überhaupt keinen Schutz. Seite. Don't stand in my way. Sieht so aus, als wäre hier der verdächtige Punkt wegen des Blutes. Die haben sich hier lange durchgekämpft. Wenn sich die Blutspur so lang zieht. Naja, immerhin verbessern wir unsere Rüstungsfähigkeit, wenn er uns trifft. Mich würde interessieren, ob man die nicht verbessern würde, wenn er einen nicht treffen würde. Das heißt, wenn man mehr oder weniger perfekt spielt. Ich frage mich ja eh, was man mit einer Rüstung für Fertigkeiten haben kann. Naja, man kann agiler darin sein. Ich meine, das jetzt aufs echte Leben bezogen. Ob man jetzt Wissen über schwere Rüstung hat oder nicht, ist ziemlich egal beim Benutzen. Deshalb frage ich mich, warum man nur Erfahrung kriegt, wenn man getroffen wird, aber... Vielleicht stimmt das ja nicht. Vielleicht kriegt man eh immer Erfahrung, solange man sie trägt. Können warten, perfekt. Perfetto. Jetzt waren lange keine mehr, jetzt ist der Eduard. Oh, Viranus. Oi, 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 oi. Darin beschreibt er, dass die Mission bis zur Ankunft der Schwarzwaldratte gut verlaufen ist. Beim Kampf mit ihnen hat er schwere Verletzungen erlitten, an denen er schließlich gestorben zu sein scheint. Wir sollten dies Owen berichten, ja? Meine Rede. Speichern davor. Schlösser knacken macht Spaß, wisst ihr, richtig viel. Das ist eins der nervigsten Minispiele hier. Nochmal. Nochmal. Und wehe, da ist da nur Scheiße drin. Wehe, hier ist nur Scheiße drin. Oder nur 5 Goldstücke oder sowas. Noch einmal. Noch einmal.
noch einmal. Noch einmal. Das letzte Mal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich es. Ja, wenn man dem Spiel ein bisschen droht, dann klappt's. Für 30 beschissene Goldstücke. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder raus. Und zwar über den Weg, den wir gekommen sind. Oh, habe ich den durchsucht? Ah, da waren nur die zwei Mehlstücke. Mehlsäcke darin, Mehlstücke. Wäre cool, wenn es Mehlstücke gäbe. So in Würfeln gepresst. Links. Rechts. Geradeaus. Und ich würde sagen, aus der Höhle raus und weiter geht es dann im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß mit meinen Videos. Ciao.